beiden Trainer, auf Seiten der Gäste, der Herr Lehmann und Vanessa Zatschka-Bogasch. Erste Frage an die Gäste. Es war ein interessantes Bayern-Liga-Spiel. Miesbach eiskalt vor dem Tor, Buchloe zu fahrlässig mit, der Chancenauswertung. Würden Sie mir da so im Großen und Ganzen recht geben? Im Großen und Ganzen ja. Ich denke aber auf allen Seiten, wir haben dann auch noch einige sehr gute Chancen ausgelassen. Waren heute sind mit Sicherheit zu wenig Tore gefallen. Mit Sicherheit zum einen gute Torhüterleistungen, zum anderen haben wir auch wirklich fahrlässig mit den Chancen umgegangen. Das ist natürlich dann einfach, wenn man, oder leichter, wenn man in Führung ist. Auch das erste Tor für uns ist ja sehr glücklich gefallen, muss man sagen. Geschossen kann man da nicht sagen, aber gehört auch dazu. Und wenn man dann natürlich immer in Führung ist, ist es natürlich etwas leichter. Dankeschön. Wenn man kein Glück hat, kommt auch noch Pech dazu. Kann man das so auf unserer Seite heute vielleicht unter dem Motto das Spiel sehen? Jeder hat da draußen gesehen, dass wir eine deutliche Verbesserung gehabt haben, wie am Freitag. Für mich ist es eine positive Tatsache, dass sich die Mannschaft zusammengeschlossen hat und so gespielt hat. Wie man sagt, wir haben uns ein bisschen vernachlässigt, die Chancen, die wir gehabt haben, das muss man einbringen, sonst kann man kein Spiel gewinnen. Also okay, sind wir noch immer aufs Tor, also deswegen hat heute der Gegner die 3 Punkte nach Hause gebracht. Miesbach von vielen Experten als einer der Top-4-Kandidaten eingestuft. Jetzt seid ihr mit dem 18-0 gegen Memmingen gestartet, heute wieder gewonnen. Ihr hattet ja eine relativ turbulente Sommerpause, sage ich mal, mit eurem Stadiondach. Überrascht, dass es so positiv lief jetzt die ersten beiden Spiele? Nein, überrascht nicht. Also wir haben ja die Vorbereitungsspiele schon gezeigt, war mit Sicherheit keine leichte Vorbereitung. Neben den Hallenproblemen auch noch einiges an Verletzungsproblemen, aber wir haben sehr konsequent gearbeitet und haben uns wirklich von Spiel zu Spiel gesteigert in der Vorbereitung. Und ich denke, es haben auch die Ergebnisse oder auch die Art und Weise, wie wir in der Vorbereitung gespielt haben, gezeigt, dass wir da auf einem guten Weg sind und von dem her nicht überrascht. Mit Sicherheit darf man das Ergebnis am Freitag nicht überbewerten. Das war ein verdienter Sieg und letzten Endes geht es auf das zurück und heute auch 3 Punkte. Aber da muss ich ein Kompliment auch nochmal machen an Buchloe, weil die haben wirklich 60 Minuten verdammt hart gearbeitet. Großteils gerade im ersten Drittel waren die wesentlich präsenter wie wir. Und habe ich schon gesagt, von dem her glücklich, dass wir da 1-0 in Führung waren. Und es ist halt dann auch das, wenn es dann läuft, dann läuft es. Schwere Aufgaben, Freitag in Peißenberg, Sonntag daheim gegen Dortmund. Was macht die zuversichtlich, dass nächstes Wochenende die ersten Punkte auf unserem Konto stehen werden? Das ist immer krass. Also, zuerst die Sache, zwei nächste. Ich denke, die Bayernliga ist in den letzten Jahren so gut und stark geworden, dass man heutzutage auch nach dem Freitag gemäß sagen kann, jedes Spiel, egal gegen welchen Gegner, ist das sehr schwer. Und unsere Aufgabe ist einfach, jedes Spiel sich so vorbereiten, als ob das gegen Miesbach ist oder gegen Kaufbeuren. Langsam geht es mit der Laufung, geht es, dass gescheite Gegner kommen muss, dass wir uns da konzentrieren. Ja. Die Stärke der Mannschaft ist da, dass egal welche Gegner kommt, immer die klare Linie fährt und dass da auch die Leistungsträger ihre Teil dazu bringen, dass wir jedes Spiel mit gutem Wissen nach Hause gehen können und sagen, heute haben wir alles gegeben, auch wenn das nicht geklappt hat. Also nächste Wochenende. Wenn wir so spielen, wenn wir so eine Einstellung haben, da bin ich, jetzt kann ich das sagen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir Punkte auf unsere Konto bringen. Das hört sich gut an. Von meiner Seite erstes gibt es Fragen aus der Runde. Dann danke ich beiden Trainern fürs Kommen. Glückwunsch nochmals, es liegt eine gute Heimfahrt. Und wir sehen uns spätestens nächsten Sonntag wieder zum nächsten Heimspiel gegen Dortmund um 17 Uhr. Dankeschön.